Willkommen zum zweiten Teil meines Kommentarvideos zum Video der Missionare Juan für Israel. Los geht's! Gehen wir zurück zur Zeit des Zweiten Tempels. Damals gab es im Judaismus viele Richtungen. Die stärkste war die Sekte der Pharisäer. Ja, er sagt, die größte und stärkste Sekte waren die Pharisäer. Jetzt ist die Frage, waren die Pharisäer wirklich eine Sekte? Wie kann man darauf eine Antwort finden? Ich habe hier ein Buch, das heißt Dictionary of Early Judaism. Es ist ein dicker Wälzer von 1300 Seiten. Ein sehr oft benutztes Buch bei mir, deshalb habe ich hier leider keinen Umschlag mehr. Und dieses Buch ist ein wissenschaftliches Buch über die Zeit des Zweiten Tempels und danach auch. Es gibt sehr viele Autoren, ich weiß jetzt nicht, 300 oder so, alles Professoren, alles Menschen vom Fach. Und schauen wir mal rein im Artikel Pharisäer, ob die Pharisäer wirklich eine Sekte waren. Professor Roland Deines von der University of Nottingham schreibt, die enge Beziehung zwischen den Pharisäern und dem Volk, wie sie in den Quellen beschrieben wird, und ihre völlige Unkenntnis von irgendwelchen Insider-Regeln oder Mitgliedschaftsbestimmungen macht es unwahrscheinlich, dass der Pharisäismus als Bewegung in erster Linie als eine geschlossene Sekte gesehen werden sollte. Was will uns Professor Deines mit seinem Zitat sagen? Das erkläre ich. Schauen wir uns zum Beispiel die Sekte in Qumran an. Die Qumran-Sekte lebte in der Wüste, abgeschlossen von der Gesellschaft. Diese Sekte hatte sehr strenge Regeln für die Mitglieder. Erfüllst du diese Regeln nicht, bist du nicht Teil des Clubs. Also gehörst du nicht zu der Sekte und geh nach Hause. Genauso ist das auch mit dem Christentum. Glaubst du nicht an Jesus, den Messias, dann gehörst du nicht zum Club und kommst in die Hölle. Nicht so bei den Pharisäern. Die Pharisäer lebten und wirkten in der Volksmenge. Sie waren Teil der Volksmenge. Sie hatten eine sehr enge Beziehung zum Volk. Sie lebten und lehrten unter dem Volk. Ich zitiere, andere zu lehren spiegelt das Interesse der Pharisäer wider. Die ganze Nation zu erziehen und zu ermutigen, nach den Geboten Gottes zu leben, um so den Segen Gottes für Israel zu sichern. So ist das auch bei den orthodoxen Juden. Sie sehen alle Juden auf der Welt als eine Familie an, aber nicht nur auf dem Papier, sondern im Herzen. Zum Beispiel, du bist ein bekiffter Israeli, der weder eine säkuläre noch eine religiöse Bildung hat. Kein Problem, komm zu mir an meinen Pessachtisch, wir feiern zusammen den Auszug aus Ägypten, auch wenn ich dich vielleicht in meinem Leben nie wiedersehe. Und so ist es auch mit der Tora. Die Tora gehört nicht nur den Rabbinern. Die Tora gehört dem ganzen jüdischen Volk. Und die Aufgabe der Rabbiner ist es, die Tora dem Volk zugänglich zu machen. Genauso wie es die Pharisäer taten. Ich zitiere Professor Deines über die Ideologie der Pharisäer. Der Weg zur Heiligkeit ist ein Leben nach der Tora. Deshalb sollte ganz Israel das Gesetz kennen und ermutigt werden, es zu halten. Die Pharisäer wurden immer stärker und drängten andere jüdische Richtungen zur Seite. Die Pharisäer wurden immer stärker und verdrängten andere jüdische Richtungen zur Seite. Wie machten sie das? Etwa so mit den Händen? Lassen wir wieder die Experten sprechen. Die Pharisäer hatten eine eher oberflächliche politische Agenda. Sie nutzten politischen Einfluss, um ihr religiöses Programm umzusetzen, aber sie waren dabei nicht auf politische Unterstützung angewiesen. Ihre Beteiligung an der Tagespolitik war also eher ein Mittel, um ihre religiösen Ziele zu erreichen, aber kein Ziel an sich. Mit anderen Worten, die Pharisäer strebten nicht nach der absoluten Macht. Wir sehen bei Josephus im Neuen Testament, die von den anderen Sekten sprechen, wie den Sadduzäern und den Essenern, dass sie noch hohe Ämter hatten kurz vor dem Krieg. Nicht die Pharisäer haben die Sekten verdrängt, sondern der Krieg hat sie verdrängt. Und wer den Krieg überlebt hat, das waren die Massen. Und die Massen folgten den Pharisäern, nicht nur nach der Zeit des Krieges, sondern auch in den Jahrhunderten davor.
Fun Fact, wenn wir uns anschauen, wie Josephus die Pharisäer beschreibt, die sich von anderen Philosophien oder wie er das nennt, oder anderen Richtungen, wie sie sich von denen erheben, ist, dass die Pharisäer als eine einzige Richtung daran glaubten, an die Wiedererstehung der Toten und an das Leben nach dem Tod. Das heißt, wenn ihr eine Religion angehört, die daran glaubt, dass es eine Wiederauferstehung der Toten gibt oder die daran glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann gehört ihr zu einer Religion, die von den Pharisäern beeinflusst worden ist. Wie auch immer. Heute kennen wir alle diese Sekte unter dem Namen rabbinisches Judentum. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels wurde aus der Sekte der Pharisäer das rabbinische Judentum. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels wurde aus der Sekte der Pharisäer das rabbinische Judentum. Stimmt das wirklich? Die Fakten werden sowohl Christen wie auch Juden schockieren. Professor Richard Kalman schreibt: Es wäre ein Fehler, die Rabbiner als die direkten Nachfolger der Pharisäer zu bezeichnen. Aber von den drei großen Sekten, Essener, Pharisäer und Sadduzäer, sind die Rabbiner den Pharisäer am ähnlichsten und haben die stärksten Bindungen zu ihnen. Wir sehen, in der Forschung gibt es keinen Konsens darüber, ob die Rabbiner die direkten Nachfolger der Pharisäer sind. Es gibt hierbei sehr viele interessante Details, die wir in einem anderen Video besprechen können, wenn die Zuschauer es wünschen. Ich will noch auf einen anderen interessanten Punkt hinweisen. Jedes Mal, wenn die Missionare oder wenn ich das Wort Pharisäer sage, dann erregen sich die Gemüter der Christen. Warum? Die Autoren des Neuen Testaments haben die Pharisäer als die ultimativen Heuchler dargestellt. Sie sind die Bösen der Bösen oder die Bösewichten und die Feinde von Jesus. Was heißt, sie sind Heuchler? Genauso wie Heinrich Heine schrieb, sie predigten Wasser und tranken heimlich Wein. Nur dass Heine das über die Christen sagte und nicht über die Pharisäer. Diese Darstellung der Pharisäer als die Bösen, als die Heuchler, hat die Sicht, wie die Christen, die Juden in den Jahrhunderten später oder Jahrtausenden später sahen, sehr stark beeinflusst, sodass das Wort Pharisäer heutzutage ein Schimpfwort ist, oder zumindest ist es ein sehr abwertendes Wort, wie wir das zum Beispiel hier im Duden sehen können. Dass die Pharisäer werden hier beschrieben, als es, wenn ich jemanden Pharisäer nenne, ist er ein selbstgerechter Mensch, ein Heuchler. Und das kommt natürlich aus dem Neuen Testament. Die Missionare nutzen dieses Framing, indem sie den unterschwelligen Hass auf die Pharisäer, auf die Rabbiner übertragen. Dass sich nicht länger auf göttlich-himmlische Offenbarungen gründete, wie es noch zur Zeit Moses, der Väter, der Könige und der Propheten war. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich sehr oft unterbreche, aber fast jeder Satz dieser Vögelchen enthält so viel dummes Zeug, dass ich mich nicht zurückhalten kann. Hier ein glänzendes Beispiel. Er behauptet, nach der Zerstörung des Tempels entstand das rabbinische Judentum, das sich nicht auf göttliche und himmlische Offenbarung begründet, wie zur Zeit des Moses und zur Zeit der Propheten. Will er etwa damit sagen, dass vor der Zerstörung des Tempels das jüdische Gesetz auf göttliche Offenbarung sich gründete? Nun ja, der letzte Prophet in der Bibel ist Malachi. Danach entschwand die Prophetie von Israel und das war ungefähr 500 Jahre vor der Zerstörung des Zweiten Tempels. Und woher weiß ich das? Das sagt zum Beispiel der Talmud. Damals wählten die neuen Führer der jüdischen Welt, sich von der Bibel abzulösen. Manche von euch mögen das überraschend finden, aber das ist es, was der Talmud selbst sagt. Eine bekannte und wichtige Geschichte im Talmud demonstriert, wie die Autorität der Rabbis Gottes Autorität überschattet und Gott bei allen Absichten und Zwecken seines Titels als Souverän entkleideten und sich selbst zu neuen Göttern machten. Die Rabbiner haben sich von der Bibel abgelöst und sich selbst zu Göttern gemacht? Interessant. Wisst ihr, wie viel Mal der Talmud die Bibel zitiert? Genau 20.190 Mal. Das ist ungefähr 3,7 Mal
pro Seite im Durchschnitt. Woher ich das weiß? Mein Lernpartner, Dr. Benjamin Santo, hat diese Berechnung angestellt, die ich gerne in der Beschreibung teile, samt der Liste aller Zitate. Der Talmud zitiert die Bibel also über 20.000 Mal. Und dieses Vögelchen behauptet, die Rabbiner hätten sich von der Bibel abgelöst. Wisst ihr, wie oft das Neue Testament die Bibel zitiert? 320 Mal. Wir wissen in Wahrheit, wer sich von der Bibel abgelöst und sich neue Götter erfunden hat. Die Geschichte beschreibt die berühmte Debatte zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Jehoshua wegen eines Ofens. Die Debatte begann wegen einer Frage eines Mannes, der einen Lehmofen besaß. Er vergrößerte ihn, indem er ihn in Stücke brach und dann mit Sand zusammenbaute, um einen größeren Ofen zu bauen. Die Frage, die vor den Sanhedrin gebracht wurde, war, ob der neue Ofen jetzt koscher oder unrein war. Der Talmud erklärt, dass Rabbi Eliezer jedes auch nur irgend mögliche Argument vorbrachte, um zu beweisen, dass der Ofen noch immer koscher war. Aber die überwiegende Mehrzahl der Rabbiner des Sanhedrin folgten seiner Argumentation nicht und behaupteten, der Ofen wäre nicht koscher. Rabbi Eliezer benutzte, um seine Behauptung zu beweisen, übernatürliche Zeichen. Ein Johannisbrotbaum entwurzelte sich plötzlich und pflanzte sich auf der anderen Seite des Gerichtshofes wieder ein. Ein Bach floss aufwärts. Aber der Höhepunkt der Geschichte war, dass Rabbi Eliezer ausrief: Wenn die Halacha mit mir übereinstimmt, dann lass es durch den Himmel bewiesen werden. Und dann sprach Gott vom Himmel und sagte: Warum streitet ihr mit Rabbi Eliezer, mit dem die Halacha immer übereinstimmt? Das bedeutet, Gott sagte vom Himmel herab, dass Rabbi Eliezer recht hatte. Dann stand Rabbi Jehoshua auf und machte eine der wichtigsten Behauptungen des Talmud und der gesamten jüdischen Welt. Die Tora ist nicht im Himmel. Gott ist nicht länger im Regiment. Die Vollmacht gehört alleine den Rabbinern. Ihnen gehört alle Macht und Kontrolle. Gott ist draußen. Der Talmud fährt fort und sagt, dass Gott nach der Debatte einverständlich lächelte und sagte: Meine Kinder haben mich besiegt, meine Kinder haben mich besiegt. Das bedeutet nach der rabbinischen Legende, dass Gott die Autorität auf die Rabbis übertrug. Und dadurch gab sogar er zu, dass ihre Entscheidungen nicht nur die Autorität Mose übertrafen, sondern sogar die Autorität Gottes. Erstens, was Rabbi Joshua sagt, ist ein Zitat aus Dvarim 30,12, wo steht: Die Tora ist nicht im Himmel. Und zweitens, diese Talmudstelle, die er hier bringt, ist sehr berühmt. Es gibt viele verschiedene Interpretationen. Es gibt einen Anfang, der nicht genannt wurde, und es gibt auch ein Ende, das nicht genannt wurde. Wenn die Zuschauer es wünschen, kann ich dazu ein separates Video machen, um auf alle Details einzugehen. Aber jetzt will ich nur auf einen Aspekt mich konzentrieren und diese Geschichte aus einer nicht so sehr abwertenden Perspektive erklären, wie das der Missionar gemacht hat. Eine Entscheidung eines Gerichts, ob jüdisch oder nicht, basiert nicht immer auf der Wahrheit. Zum Beispiel, jemand wird verurteilt, obwohl er in Wahrheit unschuldig ist. Gerichtsurteile sind immer Konsens der Richter. Wenn wir als Gericht Anspruch haben, nach der absoluten Wahrheit zu richten, sowohl im Zivilrecht als auch im religiösen Recht, wie machen wir das? Dazu brauchen wir ständige prophetische Offenbarung, um jede Frage zu klären. Das ist aber nicht praktikabel. Zum Beispiel bräuchten wir ständig einen Propheten, um zu entscheiden, ob dieses Hühnchen koscher ist oder nicht. Aber Prophetie gibt es schon seit dem 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung nicht mehr. Damit die Tora ein praktikables System ist, das nicht vom Übernatürlichen abhängt, billigt Gott sozusagen den Konsens der Experten auf dem Gebiet der Halacha. Auch wenn diese Schlussfolgerung der Wahrheit zuwiderläuft, wie Gott alleine sie kennt und kennen kann.
Gott weiß alleine, ob dieses Hühnchen koscher ist oder nicht. Aber die Rabbiner erklären es als koscher nach ihrem besten Wissen und Gewissen, denn sie sind ja keine Propheten. Wir haben also ein System, wie Entscheidungen getroffen werden. Und es würde das System stören, wenn wir auch nur gelegentlich vom Konsens der Experten abweichen und eine Schlussfolgerung annehmen, von der wir wissen, dass sie die absolute Wahrheit ist, aber von der Mehrheit der Gelehrten mit ihren eigenen Denkvermögen nicht abgeleitet wurde. So sind wir selbst in einem Fall, in dem wir wissen, dass unser Verständnis nicht mit dem Allmächtigen übereinstimmt, trotzdem dazu angehalten, das Gesetz auf der Grundlage der besten verfügbaren menschlichen halachischen Forschung zu entscheiden. Und ironischerweise ist das der Wille Gottes. Gott will, dass wir mit dem nach dem Konsens der Richter richten, auch wenn die Entscheidung nicht immer der absoluten Wahrheit entspricht. Mit anderen Worten, in der Geschichte hier geht es um die Bedeutung der Tora gegenüber jeder anderen prophetischen Offenbarung. Der einzige Weg, die Tora selbst ewig zu machen, ist, sie ständig auf neue Situationen anzuwenden, ohne sich für eine neue Offenbarung offen zu halten. Die Tora ist nur dann ewig, wenn sie sich selbst erneuert, ohne sich selbst zu verändern. Von da an beendete Gott, sich weiterhin Israel zu offenbaren, wie er es in biblischen Zeiten tat. Quatsch. Die Offenbarung hörte schon mit dem Propheten Malachi auf. In dieser Geschichte sprach Gott nicht direkt zu den Rabbinern. Um das zu verstehen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was eine Bat Kol ist, also eine Tochter der Stimme. Aber nicht jetzt und nicht hier. Ab dem Moment sind die Rechtsprechungen der Rabbis und ihre Entscheidungen die neue Tora, die sie das mündliche Gesetz nennen. Ich weiß nicht, auf welche Zeit er sich bezieht. Wir haben mehrere Erwähnungen der mündlichen Tora vor der Zerstörung des Tempels. Ja, überhaupt war das Merkmal der Pharisäer. Lassen wir wieder die Experten sprechen. Der Pharisäismus kann besser als eine Bewegung verstanden werden, die ein spezifisches Verständnis der Tora verkündete und entwickelte, indem die nichtschriftlichen Überlieferungen, die Überlieferung der Ältesten oder der Väter, die als ähnlich autoritativ und auf der Offenbarung Gottes an Mose basierend angesehen wurden, als wesentliche Elemente dienten. Aber das ist noch nicht alles. Die mündliche Tora wird sogar in den Propheten erwähnt, auch in den Apokryphen und in der Septuaginta. Und ich habe sehr viel Material, aber dazu später mehr. Während der letzten 2000 Jahre basierte das Judentum nicht auf der Schrift, sondern auf Traditionen und Regeln, die durch die Rabbiner erfunden wurden. Schon wieder diese Behauptung. Wie war das nochmal? Der Talmud zitiert 20.190 Mal die Heilige Schrift, während das Neue Testament es wie viel Mal tut? 320? In dem Versuch, die Leute zu überzeugen, lehrten die Rabbiner, dass Mose auf dem Berg Sinai zwei unterschiedliche Toras gegeben wurden. Die erste, eine geschriebene Tora, und die zweite, das, was sie das mündliche Gesetz nennen. Während des Sinai-Bundes betraf der Gottesdienst das Blut der Opfer auf dem Altar im Tempel. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels gab es keinen Tempelaltar oder Opfer mehr. Und damit auch keine funktionierende Priesterschaft. Die Rabbiner befanden sich in einer Zwickmühle. Sie mussten einen Weg finden, jüdisch zu bleiben, ohne ihr Herzstück. Hier steht wieder mal die christliche Dogmatik im Vordergrund. Für Christen ist das Herzstück des Judentums Opfer, Opfer, Opfer. Blut, Blut, Blut. Für Juden ist das Herzstück des Judentums, Gott zu dienen, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten. In ihrer Verzweiflung erklärten sie sich selbst und ihre Traditionen als den neuen Weg, um Gott zu dienen. Was ist dieser neue Weg, um Gott zu dienen? Ich bin gespannt, ob er es uns verraten wird. Er wird es uns nicht verraten. Auf diese Weise wurde während der letzten 2000 Jahre eine neue Religion geschaffen, die Religion des rabbinischen Gesetzes, die auf einer neuen Idee gründete, Derasch, die durch Rabbi Akiva geschaffen wurde. Meine Güte, wie viel Unwissen kann man haben und das noch öffentlich verbreiten?
Den Drasch soll Rabbi Akiva erfunden haben. Schon mal etwas zum Buch Ezra gehört? Dort steht: Ki Ezra chichin levavo le drosh et torat Hashem ule asot ule lamet bi Israel choko mishpat. Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, die Torah des Ewigen zu ergründen und zu halten und Israel in Satzung und Recht zu lehren. Dieses Wort zu ergründen ist Lidrosch, zu ein Drasch zu machen. Das hat nicht Rabbi Akiva erfunden, das war schon immer da. Rabbi Akiva, der nicht einmal jüdisch war, sondern ein Heide, ein Abkömmling Siseras. Schon einmal was davon gehört, dass man zum Judum konvertieren kann? Ja, auch Ruth hat es gemacht. Was ist dein Problem? Der gleichzeitig auch ein Grund war für das Exil des jüdischen Volkes. Der begann, nachdem er erklärte, dass Bar Kochba der Messias wäre. Ein falscher Messias, der die Bar Kochba-Revolte anführte, in deren Folge hunderttausende Juden lebendig verbrannt und die Überlebenden aus dem Land vertrieben wurden. Kein Mensch kann verstehen, was gemeint ist, weil er es nicht erklärt. Und er hat auch einen guten Grund, dass er es nicht erklärt. Vielleicht könnt ihr euch an das letzte Video erinnern. Alle Missionare haben Angst vor Rabbi Yochanan. Ja, ja, alle Missionare haben Angst vor dem Kontext. Deshalb erkläre ich es. Im 2. Jahrhundert nach der Zeitrechnung gab es einen Aufstand gegen die Römer mit dem Ziel, Jerusalem wieder zu erobern. Der Anführer dieses Aufstandes war ein Shimon bar Kochba. Begeistert von seinen Erfolgen, dachte Rabbi Akiva, dass Bar Kochba der Messias war. Als Bar Kochba jedoch besiegt wurde, hat sich Rabbi Akiva sehr geschämt, denn er lag eindeutig falsch. Diese Geschichte wird im Talmud Jerushalmi erzählt und der Rambam, der Maimonides, benutzt diese Geschichte als ein Argument gegen Christen. Er schreibt Folgendes. Bereits Rabbi Akiva, ein großer Gelehrter unter den Weisen der Mishnah, behauptete, dass der König Bar Kochba, bei dem er Waffenträger war, der Messias wäre. Und nicht nur er, sondern auch sein ganzes Zeitalter war so lange davon überzeugt, bis der König durch seine Sünde getötet wurde. Dann wurde man erst durch den Tod des Letzteren gewahr, dass er nicht der Messias war. Die Weisen aber verlangten von ihm bei seinen Lebzeiten weder Zeichen noch Wunder. Das heißt, als Bar Kochba starb, glaubte niemand mehr daran, dass er der Messias sei. Warum? Weil ein toter Messias ist ein falscher Messias. Fortsetzung folgt.